Warum sollte ein 20-jähriger Junge auf die andere Seite der Welt gehen, um zu sterben? Diese Frage wird erst dann klar, als Claude, der als Patriot nach New York kommt, um sich zum Militäreinsatz im Vietnamkrieg zu melden, im Central Park auf eine Gruppe von Hippies trifft. Da erfährt er Freiheit, Lebensgefühl, Rebellion, freie Liebe, Drogenrausch, Flower Power und Auflehnung gegen den Krieg. Und trifft auch seine erste Liebe, Sheila. Nach und nach hört er auf, an die Sachen zu glauben, die er bisher als richtig empfand. Und damit darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Premiere des Kultmusicals Hair, das im Rahmen des Musicalsommers am Stetten hier in der Johann-Pölz-Halle ein Revival erfährt. Bereits 2007, 40 Jahre nach dessen Uraufführung am Off-Broadway, hat es Hair zum ersten Mal auf die Bühne des Festivals geschafft und schon damals einen großen Erfolg gefeiert. Aber warum lange reden? Tauchen wir ein in eine Antikriegsparabel voller Hippie-Liebe, psychedelischer Fantasien und herausragender Musik. Viel Vergnügen! Nicht nur stimmgewaltig überzeugt die Musical-Sommer am Stetten-Produktion Hair. Gemeinsam mit der Musik, dem Bühnenbild, den Kostümen und der Choreografie wird das Kultmusical auf der Bühne der Johann-Pölz-Halle in ein geschmeidiges Kleid gehüllt, das an Perfektion kaum zu übertreffen ist. Das Musical Hair hat eine komplett neue Handschrift bekommen. Intendant Johann Kropfreiter hat ein neues Leading-Team an den Start gestellt. Auch das Ensemble schnuppert zum Großteil Premierenluft auf der Bühne der Johann-Pölz-Halle. Manchester, England, England, across the Atlantic Sea. Premiere feierte auch Alex Balger. Der Musical-Sommer am Stetten-Newcomer-Regisseur führte dieses Jahr mit Feingefühl die Feder und hat facettenreich das Lebensgefühl der 1968er Jahre in Szene gesetzt. Wir haben schon lange überlegt, was wir tatsächlich spielen. Es ist ja nicht mehr so einfach, Rechte zu bekommen, und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir hier noch einmal spielen. Wir haben es ja 2007 schon einmal aufgeführt, aber ich glaube, es ist wieder etwas ganz Besonderes. Es ist anders, die Inszenierung ist anders, der Inhalt ist klarerweise der gleiche. Die Musik begeistert, die kennt fast jeder, ja, die Geschichte kennt fast jeder, und es ist schon auch ein Stück weit ein sehr berührendes Thema. Unheimlich, was die Künstler da auf die Vier stellen. Es ist Tempo, das gegangen wird, so die ganze Zeit. Na ganz, sehr unterhaltsam, schönen Abend. Wenn man weiß, 50 Jahre die Uraufführung, und ich bin ein Musical-Fan. Ich bin, glaube ich, die letzten 7 oder 8 Jahre wirklich immer jedes Jahr da gewesen. Und wirklich großartig. Tolle Stimmung und die Rasanz, die Geschwindigkeit, die hier drüber geht, und das Lebensgefühl, das hier verkörpert wird. Es kommen Kindheitserinnerungen und Jugenderinnerungen. Und ich habe es zum ersten Mal, ich glaube, es war 1993, gesehen und bin glücklich darüber, heute an diesem großartigen Abend dabei zu sein. Großartige Leute. Ich kenne sie fast alle persönlich. Und deswegen ist es nochmal noch eine Schippe interessanter, sie zu sehen und zu merken, was sie auch für eine Entwicklung gemacht haben. Und die Story ist halt absolut, absoluter Wahnsinn. Tolles Bühnenbild, und vor allem, was mich total beeindruckt, ist das Tempo, mit dem diese Aufführung über die Bühne geht. Also ein großes Kompliment den Darstellern, weil die haben nicht nur schauspielerisch und gesanglich was drauf, sondern auch tänzerisch. Also wirklich ganz große Klasse. Und natürlich dahinter Peace, Freedom. Glaube ich, auch Themen, die durchaus ansprechen. Also ich kenne das Stück wirklich schon 50 Jahre. Habe natürlich, als ich studiert habe, auch sehr viel was hergesungen, und wir waren auch alle in dieser Zeit, wollten wir die Welt retten und so. Einfach, was im Stück wirklich passiert. Und das ist sehr berührend für mich, weil es schon ein Blick zurück ist. Ich habe seither schon viele, viele Produktionen gesehen, aber das ist sicher die beste. Es war sensationell. Man muss Hair wirklich sehen und man muss auch am Stetten pilgern. Von Anfang bis zum Ende, ein Hochgenuss von Anfang bis zum Ende, sensationell. Die Stimmen, die Darsteller, die schwarze Riege dahinter, es war alles wirklich unglaublich wunderbar. Wunderbar, und ich freue mich schon wahnsinnig auf nächstes Jahr. Growing up, growing up, growing up, growing up, everybody growing up, growing up.
Ins Schwärmen darf man auch kommen, wenn es um die Rollen geht. Quereinsteiger und Hauptdarsteller Michael Suschek hat alles, was es braucht, in die Persönlichkeit von Burger hineingepackt und Sensibilität mit Verrücktheit gepaart. Claude zeigt harte Schale mit weichem Kern. Und Marjan Shaki überzeugt mit ihrer kraftvollen Interpretation der Rolle von Sheila. Ich bemühe mich, alles reinzugehen, was ich kann, ja. Aber ich brauche auch nach der Show immer meine 10, 15 Minuten, um da erstmal rauszukommen wieder, weil am Schluss ist es einfach ein seelisches Wrack, ein bisschen, ja. Das Thema ist halt leider Gottes sehr aktuell. Und wenn man sich das vor Augen führt und weiterhin brav Zeitung liest, dann bringt das schon eine ganze Menge mit als Vorarbeit. Wir sind ja auf der Bühne, um den Zuschauern eine Emotion zu vermitteln. Oder mehrere Emotionen, die einfach im Leben eines Menschen passieren. Und wir wollen alle Menschen darstellen auf der Bühne. Wir wollen ja nicht irgendwas Überirdisches spielen. Deswegen sind wir alle Menschen geblieben auf der Bühne. Und so sind wir auch inszeniert. Und ich glaube, das macht es nämlich so besonders, dass sich jeder aus dem Publikum mit irgendjemandem identifizieren kann. Was meinem Team da gelungen ist, ist, dass es sehr klar strukturiert ist und das trägt sehr viel zum Verständnis des Stückes bei. Es gibt ja immer noch Leute, die Herr noch nie gesehen haben, also das soll man ja nicht glauben, 50 Jahre nachdem das Stück quasi schon uraufgeführt wurde. Für uns ist Herr revisionistisch, Flower Power, Happiness, ein bisschen Sex, ein bisschen Drogen, aber keiner weiß mehr, dass es mal wirklich um was gegangen ist, dass das ein Kriegswiderstand war, der in der Realität verankert war. Und das haben wir versucht mit dieser Produktion sehr stark zu machen, dass wir den Krieg ins Jetzt holen. Ich habe die Darsteller gesagt, dass letzten Samstag, das war die letzte Probe ohne Publikum, dass die Show für mich war. Die habe ich für mich geschaut und danach war es für die Gäste, die gekommen sind. Und ja, heute war einfach traumhaft, wirklich. Wie man sieht, das Premierenpublikum war begeistert und das nicht zu knapp. Standing Ovations auch noch während der Zugabe. Ich könnte vor Glück heulen, wirklich. Also es fällt einem immer so ein Stein vom Herzen, wenn man fast 8 Wochen, 2 Monate seines Lebens damit verbringt, Show auf die Beine zu stellen, eine Rolle zu kreieren und wirklich der Premierenabend ist dann so was Besonderes und man denkt, man hat schon alles erlebt und es ist dann jedes Mal aufs Neue eine Bereicherung. Ja. Natürlich totale Erleichterung, totale Erleichterung. Viele haben mich heute gefragt, bist du eigentlich nervös? Und ich sage, eigentlich nicht mehr. Natürlich ist mir ein bisschen Kribbeln, aber eigentlich nicht mehr. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann nicht mehr auf die Bühne rennen und sagen, nee, mach das so. Aber die waren wirklich so toll heute und das war auch die Probenarbeit, die eigentlich, das vom ersten Tag hat sich das durchgezogen, dass das wirklich eine gute Truppe war, die wirklich zusammenhält. Und wir hatten ja schon die letzten 2 Tage so probeweise Publikum drin. Und da konnte man schon sehen, oh, das ist auf einem guten Weg. Erleichternd, der Druck ist weg. Es ist großartig. Mir fällt noch nicht mehr so viel dazu ein, weil ich bin einfach erleichtert und müde auch, weil die Show ist relativ anstrengend, also relativ sehr anstrengend, körperlich und psychisch, aber ich fühle mich super. Man freut sich einfach, weil man macht es wochenlang und man hat schon irgendwie eine Routine und eine Erfahrung und weiß, okay, das wird gut ankommen, das vielleicht weniger, aber letzten Endes weiß man es erst, wenn das Publikum dann da ist und die entscheiden dann ganz einfach, ja oder nein. Also das bleibt immer offen bis zum Schluss. Natürlich freut man sich da. Also man arbeitet so hart an einem Stück und wenn es dann wirklich ankommt und wenn das Publikum vor allem so dabei ist die ganze Zeit, reagiert, nicht nur wenn es lustig ist, sondern es ist auch wirklich, man merkt einfach, wenn ein Publikum einfach mitlebt mit der ganzen Sache und mit dem Stück. Es ist alles nach Plan gelaufen. Der einzige Problemzone ist, dass wir einen Darsteller jetzt ins Spital führen, der hat sich bei der Stiege ein Cut geschlagen.
Aber ansonsten ist alles wunderbar verlaufen. Ich war ja nach der Generalprobe schon sehr zuversichtlich, weil die Leute da Zugabe geschrien haben am Schluss. Und das macht natürlich einen Befreiungsschlag dann, einen Tag vor der Premiere. Apropos Befreiungsschlag, den gibt es auch, wenn man Richtung Musical Sommer 2018 schaut. Da wird Rock of Ages auf die Bühne der Johann-Pölz-Halle gebracht. Ja, und noch etwas, das Musical Hair hat es geschafft, den Vorstellungsrekord zu brechen. Denn für die 7. Zusatzvorstellung am 8. August hat bereits der Kartenvorverkauf begonnen. Das Kultmusical Hair hat die Johann-Pölz-Halle zum Brodeln gebracht. Es war ein Abend, der Lebensgefühl, Rebellion, freie Liebe, Drogenrausch, Flower Power und Auflehnung gegen den Krieg hautnah spüren hat lassen. Und so durfte das Publikum gemeinsam mit dem Ensemble eintauchen in die Welt der Peace Generation. Und wenn es ein Stück geschafft hat, Gänsehaut zu zaubern, dann hat man alles richtig gemacht. Alex Balger hat bei seinem Regiedebüt ein gutes Händchen bewiesen und in seiner Inszenierung keine Details ausgelassen. Er hat es geschafft, die Zeit der Emanzipationsbewegung, die in ihrer kulturellen Entwicklung einer sozialen Revolution gleichkam, klar darzustellen, und gleichzeitig lässt er gekonnt The Sunshine in. Der Startschuss für einen sonnengetankten Musical-Sommer am Stetten ist also gefallen. Genießen Sie ihn hier in der Johann-Pölz-Halle noch bis 12. August. Und wir? Wir genießen jetzt noch einen heiteren Premierenabend und feiern den Erfolg des Kultmusicals her. Auf Wiedersehen.